So, ich habe gestern eine Nachtschicht gemacht. Ich habe mich gestern mit diesem Thema beschäftigt. Also sieht man mal, ist gar nicht so unintelligent, dieses Thema Modellbau, weil es hat ziemlich viel mit Engineering zu tun. Und zwar habe ich mich gefragt, warum die da keine Kardanwelle einbauen. Ich kenne es noch aus meinen Lego-Bauzeiten, so eine Kardanwelle. Also wo man eine Stange praktisch fest miteinander verbunden ist, man kann sie aber um Gradwinkel verstellen und hier dreht man und hinten dreht sich es halt auch, ne? Das geht aber mit der Kardanwelle nicht, deswegen habe ich mich gefragt, warum die da Zahnräder verbauen und keine Kardanwelle. Jetzt habe ich mich gestern ein bisschen mit dem Thematik beschäftigt. Das ist jetzt gar nicht mal so uninteressant. Da hat ein Amerikaner war so freundlich, das mal zu eruieren. An so einem Beispiel, dass das mit einer Kardanwelle gar nicht funktionieren würde. Ne? Also hier so ein 45-Grad-Knick und dann am anderen Ende hat man sozusagen dieses um 90 Grad Zahnradgetriebe. Ich dachte mir nur, ich kann mir hier ein Zahnradgetriebe sparen, weil also das weiß man, je mehr Zahnräder greifen müssen, also vom Motor an zählt man die Zahnräder durch, bis die ganze Kraft dann am Ende an dem Rotor da antreffen muss. Ne? Vorne der Motor ist der Input, dieses kleine Motorritzel. Das greift auf ein großes Zahnrad, das große Zahnrad auf ein kleineres Zahnrad. Das treibt oben das 90-Grad-Winkel. Die beiden 90-Grad-Winkel-Zahnräder an. Dann hat man hier diese 45-Grad-Zahnräder und oben dann hier hinten nochmal die 90-Grad-Zahnräder, die zwei. Das sind schon ziemlich viele Zahnradkolonne, die da durchläuft, bis am Ende hinten dieser Rotor dreht. Und ich habe mich gefragt, ob man da nicht eine Kardanwelle einbauen könnte, dass ich mir diese hier zumindest diese Zahnradgeschichte sparen könnte für einen 45-Grad-Winkel. Das ist aber interessant, ne? Ich wusste das, also ich ist mir jetzt so Ingenieure beschäftigen sich schon wohl seit 500 Jahren damit, mit einfach diesem Thema, wie schafft man es, zwei Stangen flexibel miteinander zu verbinden, dass die Input-Drehzahl und die Output-Drehzahl immer identisch ist, egal welchen Winkel ich da einstelle. Darum geht es ja, man will hier so einen Winkel verstellen und man will einfach, wenn sich hier die Stange rotiert, dass die sich mit der gleichen Geschwindigkeit auf der anderen Seite rotiert. Ne? Die Inputwelle und die Outputwelle, egal welchen Winkel ich hier einstelle. Hochinteressant, ich habe mir das gestern stundenlang, habe ich mich mit der Thematik beschäftigt. Der macht da ein sehr ansehnliches Beispiel. Also ich bin froh, dass es solche Typen gibt, die sich da die Mühe machen, da so eine wirklich super. Früher hat man sich das im Deutschen Museum angucken können, irgendwie sowas, ne? Da durften dann Kleinkinder noch auf den Knopf drücken und dann durfte man da irgendwas verstellen. So kenne ich das von früher, das Deutsche Museum. War so ein bisschen so eine Erlebniswelt, aber ich glaube, das ist heutzutage anders. Mit der ganzen Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung. Das Lieblingsthema deutsche Verwaltung und die ganzen Kolonne an Betriebswirtschaftlern. Also ich glaube wirklich, die Deutschen, die hätten am liebsten den ganzen Tag, die würden nur noch hinterm Rechner sitzen, Kundenkonten verwalten
Aktenzeichen verwalten, Menschen verwalten, Einkäufe, Verkäufe checken, Stock Markets checken, Immobilienpreise, Steuereinnahmen, Steuerausgaben, ne? Ich glaube, das ist die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen und ich denke mir manchmal, Mensch, ich muss mich noch mit was anderem beschäftigen, weil das ist, wie gesagt, Termin beim Jobcenter. Zwei jungsche Betriebswirtschaftler sitzen mir da gegenüber, um die 30, 25, 30. Ich denke mir manchmal, Gott, diese ganzen Betriebswirtschaftler, die in allen Pöstchen nur noch sitzen. Deswegen muss ich mich manchmal mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist ein hochinteressantes Thema, weil das ist wirklich, ich dachte, ich kann mir hier zwei Zahnräder sparen, indem ich hier einfach nur eine Kardanwelle da einbauen würde. Das geht aber, wie gesagt, nicht. Das wird hier an diesem Beispiel erklärt. Der ist, macht das sehr repräsentativ mit dieser. Jetzt sind sozusagen die beiden Kardanwelle sind eine in einer Linie. No longer travels in a perfect circle. Also man hat so eine. Instead, it travels in an ellipse. This forces the drive shaft to speed up and slow down to keep pace with the rotation of the output yoke, creating torsional and inertial vibration. Na, das, sowas will man natürlich nicht haben, ne? Also der dreht sich schön gleichmäßig, logisch. Das ist der Input mit dem Motor. Dann hat man diese Winkelverstellung mit der Kardanwelle. Und dann wird aber die Geschwindigkeit variiert, ne? Zweimal durch diese mechanische Verwinkelung. Also das Konzept würde da natürlich nicht funktionieren, weil das ist natürlich tödlich. Bei Rotorblättern hinten, die sich gleichmäßig drehen sollen, wenn man da so eine ungleiche Drehung drin hat, ne? Das hat mit dieser oszillierenden Achse zu tun, sozusagen. Diese zwei Kreuzachsen. Das wird gut erklärt im anderen Video. Ich finde es jetzt nicht mehr auf die Schnelle. Das ist also, hat auch viel mit Autoindustrie zu tun, ne? Irgendwelche Torx. Also man will sozusagen den Torque, den man hier rein input, will man hinten den gleichen Torque haben mit der gleichen RPM-Drehzahl. Ne? Egal wie schräg man jetzt die beiden Stangen setzt mit den zwei Gelenken. Es geht eigentlich so um zwei Gelenkpunkte geht es nur. Also man will in eine Stange zwei Gelenkpunkte einbauen, so wie hier. Ne? Einmal eine 45 Grad und einmal eine 90 Grad. Hinten, da braucht man eine 90 Grad, damit der Propeller sich da dreht. Und hier sind es 45 Grad. Es geht eigentlich sowieso um zwei Gelenke, die man gerne einbauen möchte, ohne Zahnräder, damit man keinen Verlust hat. Also es geht darum, mit einer festen Stange, die geteilt ist sozusagen, einen Winkel verstellen können und die Drehzahl bleibt immer gleich am Ende. Egal wie man die Stange in Winkel gerade verstellt. Ne? Hier ist es zum Beispiel so, je höher der Winkel ist, umso mehr wird der ungleichmäßige RPM-Effekt. Ne? Das ist natürlich ganz störend. Also je höher der Winkel die Gradzahl wird, umso ungleicher wird die Drehung hinten. Das ist eigentlich wirklich so ein physikalisches, Phänomen, muss man fast sagen, ne? Jetzt gibt es hier, also das ist wirklich,
Let me show you why. For over 500 years, engineers have been faced with a simple problem. When joining two shafts together, how do they couple them together in such a way that when this shaft rotates, this shaft will rotate at exactly the same speed, despite the fact that they are at an angle to one another? The current solution is this device. Invented in about 1932. Also das werden so zwei Patente erklärt. Und ich finde, das ist schon ganz gut gemacht hier. So auch an so einem Beispiel. Diese Axial-Kardanwelle sozusagen. Zero degrees, of course, turns beautifully. As soon as you start to put an angle on it, though, it gets much harder to turn. In this particular instance, let me show you what happens when you try to freewheel it. Simply can't do it. The friction stops it immediately. Friction equals heat. Friction equals heat. Heat means lost energy. Lost energy, of course, is more fuel. As you can see, I've replaced this coupling. Naja, gut, das könnte jetzt auch irgendwie. With the Thompson coupling in exactly the same configuration, watch this. No loss. Also es geht einfach, ja, das ist ein sehr gutes Präsentationsbeispiel, ne, so ein typisch, wie gesagt, als Kleinkind, als Achtjähriger ist man mit Vater so ins Deutsche Museum und hat sich da so ein paar Dinge angeguckt. Das ist, wie gesagt, so ein mechanisches Phänomen, ne, ein Gelenk erfinden, dass man kugellagerbasiert noch am besten, dass man sozusagen zwei Arme um zwei Achsen um bis 45 Grad verstellen kann und die Drehzahl bleibt auf beiden Seiten identisch. Es ist nicht so, dass die eine läuft schön rund und die andere läuft unrund. Das ist eigentlich also so ein, wirklich so ein Phänomen, das wird hier anhand der Animation eigentlich schön erklärt, wie so eine Thompson Coupling. Also ich, da ist, macht 3D-Animation, macht total was veranschaulichen, damit man irgendwas anschaulich versteht, wie diese Achsen. Eine Kardanwelle schafft das nicht. Ne? Es geht eigentlich darum, dass man zwei Kreise hat. Ein Kugellager im Kugellager sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen. Das ist ja wie so ein bisschen wie eine Taumelscheibe hier. Ne? Ist ja so ähnlich. Mit hier so eine Achse drin und dann. Es sieht ein bisschen aus wie eine, also wie so zwei Taumelscheiben ineinander. Ne? Das ist so ein. Aber dass ich hier halt vier Ankerpunkte habe, damit ich die beiden Achsen trotzdem, ich glaube 45 Grad schafft man damit auch nicht. Ne? Also die meisten reden so von 10 Grad, 15 Grad, ne? Das hat mich so interessiert. Also der Maximalwinkel, ohne dass man Vibrationseffekte, dann störende Vibrationseffekte hat. Ne? Also bei einer Kardanwelle hat man sehr starke Vibrationseffekte dann. Ne? Wenn je höher der Winkel wird, desto mehr unrunder wird das Ganze und die Vibrationseffekte werden größer und größer und größer. Also das ist natürlich dann auch so ein Langzeittest. Irgendwann haut es einem das Ding um die Ohren, ne? Weil weiß man ja, ne, Vibrationen, die irgendwo entstehen, das ist ganz schlecht. Also gerade bei RC-Helikoptern auch.
gibt es ja in Helikoptern auch so eine lange Stange hinten, ne, damit dann der Heckrotor hinten angetrieben wird, oder ein Fenestrom, noch kritischer, noch higher RPMs. Und ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt. Und ich muss sagen, so eine Thomson-Coupling, ich frage mich manchmal, ob das irgendwie, ob es noch ein anderes Design gibt, damit man indem man nochmal das gleiche Konzept da nochmal einbindet. Also dass der Winkel tue mich da etwas schwer, das zu erklären, aber irgendwie, das ist schon gut hier. Das gleiche Konzept bräuchte man jetzt auf der Seite nochmal. Kannst du ja nicht erklären, aber irgendwie, damit man so zwei Achsen wirklich auf beiden Seiten gut beweglich also es ist so ein 500 Jahre altes, aber das ist so das einzigste, der Ansatz, wo man sieht, mal eine Animation, wie das Gelenk verläuft, ne? Also wie sich die Scheibe in der Scheibe, der Ring in dem Ring verstellt, ne? Ein Ring im Ring ist es praktisch, ne? Ein Ring im Ring, und hier bräuchte man auch so einen Ring im Ring. Irgendwie sowas, damit man den Winkel noch größer machen kann, noch mehr verstellen kann. Kann es nicht gut erklären, aber das ist zumindest mal eine gute Animation, der das Prinzip dieser Thomson Coupling Shaft mal erklärt. Das ist natürlich, mit solchen Kugellagern lässt sich besser arbeiten als also mit Ringkugellager, ne? Es muss irgendwie ein Ringkugellager. Das ist, glaube ich, schon mal der gute Ansatz. Ein Kugellager, wo nur die Kugel eine Kugel in der ganzen Kugelpfanne lagert. Das ist es nicht, ne? Also so ein halbrunder Kegelkopf, und dann sind hier Kugeln, ne? Aber die ganze Kugel, die sitzt ja, die rollt ja nicht sozusagen, ne? Die sitzt in der Pfanne sozusagen. Eine Kugel, die sich aber so drehen muss, in der Pfanne, und das geht nicht. Also es geht nur ein kugelgelagerter Ring, ne, geht nur irgendwie. Aber eine Kugel, die in der Pfanne sitzt, das wird so nicht. Da ist wirklich viel zu viel Friction. Das funktioniert nicht. Deswegen das Einzige, was funktioniert, ist diese Thomson-Coupling. Das hat aber damit zu tun, dass das ein kugelgelagerter Ring ist, ne, und nicht eine Kugel, die in der Pfanne sitzt. Eine Kugel in der Pfanne, das ist, die funktioniert nicht. Die muss man so fett einfetten, diese Pfanne sozusagen, wo die Kugel da drin sitzt,
auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite als auch auf der Seite. Deswegen ist da so ein riesen Couch-Gummischuh hier drüber und da kippen die Grease rein, also Fett ohne Ende, damit das immer schön eingefettet ist. Ne? Also das ganze Ding wird in Fett ertränkt sozusagen. Ne? Nur damit sich diese Kugel in dieser halbrunden Kugelpfannenschale sich noch halbwegs gut drehen kann ohne Abrieb. Ne? Deswegen eine Kugel in der Pfanne funktioniert nicht. Das ist ein kugelgelagerter Ring. Ne? Das funktioniert in sozusagen kugelgelagerter Ring, kugelgelagerter Ring, kugelgelagerter Ring. Hier ein kugelgelagerter Ring, da ein Kugelgelager, hier und da und da und da. Also so ein mehrfach kugelgelagerter Ringkonstrukt. Ne? Also das funktioniert, damit sich dann das geht. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wird das leider nicht erklärt, würde mich jetzt auch mal interessieren. So, ich suche irgendwas. Maximalgradwinkel, ne? Also dass man das, also 90 Grad Winkel wird auch nie funktionieren mit dem Konzept. Also ich könnte niemals zwei Stangen haben, die um 90 Grad, hier ist Input, da ist Output. Ich habe keinen Verschleiß. Also das ist so der Ansatz hier erklärt. Das ist wie gesagt, wie viel, 15 Grad sind das hier, die hier da, 10 Grad Winkel ist das, ne? Die hier da dreht. Aber hochinteressant, das ist zum Beispiel jetzt so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da hast du noch nicht genug gelernt. Dann Ideen nicht mal an. Also das geht so nicht. Also selbst mit einer Thomson Coupling so in der Bauform wird das nicht funktionieren, weil, glaube ich, selbst ein 45 Grad Winkel würde die nicht vertragen. Ne? Also das könnte man da nicht in Miniaturform einbauen. Ne? Das würde nicht funktionieren. Wobei Kugellager heutzutage schon wirklich klein geworden sind. Also wie klein man schon Kugellager bauen kann, ist auch schon erstaunlich. In Miniaturform. Aber ich fand das jetzt interessant. Hätte ich jetzt nicht so. Deswegen halt die zwei Zahnräder, die da. So sieht es da aus, theoretisch, ne? So ein zwei Zahnräder, die so ineinander um 45 Grad, dass es einen 45 Grad Winkel ergibt und keinen 90 Grad Winkel. So ist es hier verbaut. Hat mich echt interessiert, weil ich mir dachte, Mensch, ich kann man sich da nicht wenigstens zwei Zahnräder sparen, um diese in dieser relativ langen Zahnradkolonne von Motorritzel, Hauptzahnrad, das Hauptzahnrad dreht ein kleineres Zahnrad an, damit das obere Zahnrad auf das 90 Grad gedrehte Zahnrad, Winkelzahnrad greift, damit die Heckstarrantriebsstange angetrieben wird. Dann habe ich hier ein Zahnrad, das ist um 45 Grad gedreht. Das Zahnrad treibt die Stange wieder an. Die Stange führt auf das Zahnrad. Das andere Zahnrad ist um 90 Grad gedreht, damit sich am Ende hinten der Rotor dreht. Ne? Ich ging jetzt einfach nur darum, ob ich mir dieses eine Zahnradkonstrukt hier mit einer Welle sparen könnte. Das war jetzt so der Gedankenansatz. Deshalb bin ich auf dieses Thema gestoßen. Könnt ihr euch mal angucken, müsst ihr natürlich nicht, aber
Das ist also wirklich hohes mechanisches Engineering, wo es eigentlich Kleinkind verständlich ist. Ich bin ja so ein Kleinkind, ne? Der das verstanden hat, dass das nicht funktionieren würde, ne? Ist hier eine Kugelpfanne auf der Seite, eine Kugelpfanne auf der Seite, da sitzt eine Kugel drin. Ist logisch, die Kugel in der Pfanne kann sich nicht schön drehen. Wenn es ein Ring ist, das ein Ring ist und das hier nur ein Ring ist, dann dreht sich das schön, ne? Die Kugel. Aber wenn es eine Pfanne ist, dann ist logischerweise ein großer Verschleiß drin. Deswegen ist diese Thomson Coupling basiert auf dem kugelgelagerten Ring. Und nur der Ring, das Ringkonzept funktioniert. Eine Kugel in der Pfanne funktioniert nicht. Es funktioniert eine Kugel zwischen zwei Ringen sozusagen. Ist ja ein Kugellager. Da kann sich die Kugel schön drehen, ohne dass da an irgendeinem Punkt der Kugel ein Verschleiß stattfindet, eine Reibung stattfindet. Ne? Deswegen geht eine Kugelpfanne geht nicht, es geht nur der kugelgelagerte Ring. Ne? Deswegen ist das jetzt der Ansatz, wo man sagt, ja gut, das ist wesentlich weniger Verschleiß, Abrieb, also es ist vielfach effizienter, ein kugelgelagerter Ring in diesem Konzept mit einer Scheibe in der Scheibe, sodass diese schiefen Achsen immer ausgeglichen werden, dies praktisch in der Kardanwelle das Problem auftritt, dass die Achse immer oszilliert, ne? Und durch dieses Oszillieren in der Achse ist die Drehzahl dann immer unterschiedlich, ne? Und nur mit dieser im Ringkonzept kann man sozusagen diese Achse mittels kugelgelagerter Ringachsen kann man das ausgleichen. Ne? Das ist eigentlich der Kasus Knactus an dem Phänomen. Es wird aber, wie gesagt, leider nicht erklärt, also was für Maximalwinkelstellungen ich jetzt da ausprobieren könnte, ohne, ja, das muss natürlich stabil sein, es muss halten, es muss große Umdrehungszahlen aushalten, es darf nicht unwuchtig sein, das Design, es muss komplett symmetrisch sein, selbst wenn sich das bei hohen Drehzahlen dreht, muss dieses ganze Konstrukt, darf keine Unwucht erzeugen, ne? Das ist also hochkomplex, das Thema. Aber ist jetzt, glaube ich, die Jobcenters verstehen das nicht.